Olli, die schöne Fahrt kann losgehen. Noch nicht. So, nee. Es geht um alles, Mareile. Es geht um alles und nochmal großes Lob an Stefanie. Von oben sahst du aus wie ein fliegender Marienkäfer. Wunderbar und mit Bravour gelandet. Wobei Olli von oben ganz genau gezählt hat, da hat sie doch abgestoppt. Olli. Ja. Steffi hat gerade gesagt, es ist ein Sportgerät, das einem Angst machen kann. Wie viel Angst macht es dir in diesem Moment? Es geht jetzt um alles für dich. Das ist richtig. Und deswegen, also sie hat ein bisschen die Hand benutzt, das habe ich wohl gesehen, auch von hier aus den 180 Metern. Aber für mich ist einfach schon mal ein Riesenerfolg, wenn ich überhaupt aus der Kurve rauskomme. Dann hoffen wir, dass du sehr erfolgreich bist. Sitzt der Zipfel Bob? Ja, der Zipfel sitzt perfekt. Wunderbar. Dann sage ich auf die Plätze. Fertig. Los! Jetzt der Konter von Oliver Pocher. Bis zu 134 Stundenkilometer. Das ist der Weltrekord auf dem Zipfelbob. So schnell ist er nicht. Aber wieder Sturz in der Kurve. Jemine! Wieder Sturz, wie bei jeder Fahrt. Wir haben es gehört. Er ist ein gelernter Versicherungskaufmann. Die Papiere wird er haben. Das Duell hat er verloren. Jetzt steht er auf. Gott sei Dank. Olli, unbeschadet, überlebt die Tour. Aber das Duell ist verloren.